Jede Jahreszeit hat so ihre Schönheiten. Trotzdem sind die meisten Sportler immer im Sommer unterwegs. Dabei hat der Winter eigentlich so viel zu bieten. Falls du den Winter auch mal sportlich nutzen willst, dann bleib jetzt dran, denn wir schauen uns heute die Möglichkeiten an, im Winter sportlich aktiv zu sein. Hallo, mein Name ist Sebastian von der Alpen Academy, deinem Bergsportratgeber, Touren- und Tipps-Kanal. Im Großen und Ganzen gibt es im Winter zwei Möglichkeiten, die Berge richtig gut auszunutzen. Da gibt es einerseits die Schneeschuhe und andererseits die Tourenski. Wie du im Titel schon gelesen hast, geht es heute um den direkten Vergleich und vielleicht fällt dir dann die Entscheidung einfacher, was du dir zulegen möchtest oder was du in Zukunft machen willst. Fangen wir gleich mit einem der großen Unterschiede an, nämlich den Anforderungen an den Sportler. Bei den Schneeschuhen schaut das Ganze relativ einfach aus, denn das Einzige, was der Sportler mitbringen sollte, ist ein wenig geschickt und vielleicht ein bisschen Freude, in was Neues auszuprobieren. Denn ein bisschen umständlich oder ein bisschen ungewohnt ist es am Anfang auf jeden Fall mit den Schneeschuhen, aber ansonsten bringen die Schneeschuhe eigentlich keine großen Herausforderungen mit, für die man gewappnet sein muss. Aber gehen wir gleich weiter zu den Tourenski. Die Tourenski haben definitiv schon ganz andere Anforderungen an den Sportler, denn logischerweise muss man Ski fahren können, aber selbst da gibt es kleine Feinheiten, auf die man achten muss. Vor allen Dingen sollte man Tiefschnee fahren, relativ gut drauf haben bzw. schon mal probiert haben, bevor man sich tatsächlich ins wilde Gelände begibt. Außerdem ist die Grundvoraussetzung natürlich, dass man überhaupt erstmal gut Ski fahren kann. Denn ein schlechter und unsicherer Fahrer kann unter Umständen im wilden Gelände dann wirklich in lebensbedrohliche Situationen kommen. Außerdem kommen dann noch so Kleinigkeiten dazu, wie dass das Aufsteigen nicht so trivial und nicht so intuitiv funktioniert wie bei den Schneeschuhen. Und außerdem, dass man Auf- und Abfällen längere Zeit üben muss, bis man da wirklich den Dreh raus hat, wie man dass diese Vorgänge einfach schnell und auch unter schlechten Witterungsbedingungen einfach gut drauf hat. Das heißt, im ersten Punkt, den Anforderungen, geht der Pluspunkt definitiv an die Schneeschuhe, denn es ist einfach leichter reinzukommen und die Tourenski haben eben deutlich höhere Anforderungen an den Sportler. Kommen wir zu Thema Nummer 2, Gewicht und Packmaß. Hier wäre natürlich ein direkter Vergleich auch toll. Das Problem ist nur, dass gerade die Tourenski-Ausrüstung extrem individuell ist, was Packmaß und Gewicht betrifft. Trotzdem möchte ich einen groben Überblick bieten. Die Schneeschuhe zum Beispiel kommen ungefähr auf 1,8 Kilogramm. Natürlich weicht das wieder von Modell zu Modell ab, das heißt wir haben mal 1,6 Kilogramm, 1,9, 2 Kilogramm. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, was für eine Größe ich brauche. Das hängt wiederum von Gewicht und Größe ab, dazu aber in einem anderen Video mehr. Und die Schneeschuhe sind damit aber eigentlich fertig. Also es gibt keine große Zusatzausrüstung, die es gegenüber den Tourenski nicht gibt. Das Einzige, was man braucht, sind Schuhe. Aber die Schuhe hat man sowieso schon an. Also immer, wenn ich irgendwo hingehe, habe ich Schuhe an. Und die Bergschuhe kommen eben auch so auf 1,5 Kilogramm. Das heißt, in der Regel komme ich mit 3,2 bis 3,5 Kilogramm vollkommen zurecht und bin fertig ausgerüstet. So ist es aber leider nicht bei den Tourenski. Die Tourenski brauchen viel mehr einzelne Komponenten, bis das ganze System funktionieren kann. Und da lässt sie natürlich beim Gewicht immer ein bisschen was machen. Fangen wir bei den Ski an. Die Ski wiegen zwischen 1,4 und 1,8 Kilogramm. Das hängt davon ab, wie viel ihr bereit seid für die Ski auszugeben und ob sie aufstiegs- oder abfahrtsorientiert sind. Dann geht's weiter mit den Schuhen. Die Schuhe sind meistens das Schwerste und auch hier geht's wieder. Aufstiegsorientiert, also ultralight, oder abfahrtsorientiert und dafür ein bisschen schwerer und robuster. Das kann um die 2,5 Kilogramm im Schnitt ausmachen. Realistischerweise muss man aber sagen, dass abfahrtsorientierte Ski oder auch Allround-Ski meistens eher in den Bereich 2,8 Kilo rutschen. Wenn man jetzt noch die Bindung, die Felle und einen Helm dazu rechnet, also die Kleinigkeiten, dann kommt man trotzdem auch nochmal auf stolze 1,5 bis 2 Kilo. Im Endergebnis bedeutet das, man trägt schon als Allround-Tourenskigeher um die 5,5 bis 6 Kilo mit sich herum. Im direkten Vergleich gegen die Schneeschuhe verliert man hier also eigentlich wieder. Und wenn es ums Thema Packmaß geht, na, dann muss man ehrlicherweise sagen, dass die Schneeschuhe da auch der eindeutige Gewinner sind. Ich kann die Schneeschuhe einfach an den Rucksack dran montieren und dann ist die Sache erledigt. Sie fallen am Rucksack nicht mal wirklich auf. Und die Schuhe, ja, die habe ich ja schon an. Die sind auch meistens bequem genug, dass man sie für eine Weile tragen kann, bis man die Schneeschuhe anlegen muss. Bei den Tourenschienen schaut das natürlich wieder anders aus. Denn einerseits habe ich Schuhe an, die klobig und meistens jetzt nicht so alltagstauglich sind. Und die Ski müssen irgendwo dran.
Und da bietet sich in dem Fall natürlich nur der Rucksack an. Und sobald die im Rucksack montiert sind, ist der ganze Rucksack einfach klobig, denn die Ski sind lang. Und das ist einfach alles kein sehr kompaktes System mehr. In öffentlichen Verkehrsmitteln beispielsweise kommt man da schnell zum Verzweifeln. Ein nächstes großes Thema würde ich persönlich als Gesamterlebnis bezeichnen. Beim Gesamterlebnis geht es für mich darum, wer insgesamt den größeren Spaß hat und den größeren Komfort genießt. Und da fangen wir zuerst beim Zeitfaktor an. Im Aufstieg ist dieses Kapitel gar nicht so leicht zu beantworten, denn jeder hat einen anderen Kenntnisstand, eine andere Ausdauer und eine andere Kraft in den Oberschenkeln. Aber grundlegend kann man sagen, dass Tourenski-Gehen nicht so intuitiv ist wie das Schneeschuhgehen. Das Schneeschuhgehen gleicht ziemlich genau dem Wanderablauf von den Beinen her. Das Tourenski-Gehen ist doch mehr eine etwas andere Bewegung. Dadurch ergibt sich dann eben die Tatsache, dass man mit den Schneeschuhen in der Regel schneller ist. Aber, und das ist der große Punkt, ein richtig guter Tourenskigeher ist in der Regel mindestens genauso schnell wie ein richtig guter Schneeschuhgeher. Dazu hier nur eine kleine Einblendung, wie meiner Meinung nach die Lernkurve funktioniert, wenn man mit Schneeschuhen bzw. mit Tourenskien unterwegs ist. Und da sieht man ganz genau, dass wer mit Schneeschuhen anfängt, hat den Dreh relativ schnell raus, aber sobald es mal gut kann, sind Verbesserungen kaum noch möglich. Das heißt, wenn er auf seiner leistungstechnischen Höchstgeschwindigkeit angekommen ist, dann war es das im Prinzip. Der Tourenskigeher tut sich am Anfang, wenn er noch ein Anfänger ist und noch nicht so viele Touren gemacht hat, etwas schwerer und braucht ein bisschen länger, bis er den Dreh raus hat. Aber sobald er mal tatsächlich fit ist in dem Thema, dann kann es richtig losgehen und dann wird er relativ schnell auch sehr zügig unterwegs sein und den Schneeschuhgeher wieder abholen. Und selbst wenn der Schneeschuhgeher im Aufstieg etwas schneller sein sollte, in der Abfahrt, ja gut, da brauchen wir glaube ich nicht lange drüber reden. Der Schneeschuhgeher, egal wie schnell er laufen kann mit den Schneeschuhen, er wird nicht so schnell sein, wie wenn ich mit meinen Skien den Hang runtergleite. Das ist eigentlich selbstverständlich. Selbst ein schlechter Skifahrer wird in der Regel schneller unten sein als der Schneeschuhgeher. Das ist natürlich das größte Argument für die Tourenski. Man ist ziemlich schnell wieder unten und kann sich damit auch beim Aufstieg etwas mehr Zeit lassen, weil man eben auch nicht die Sorge vor der Dunkelheit haben muss oder auch einfach keinen Stress hat. Denn die Abfahrt ist jederzeit unkompliziert möglich und wenn man genau weiß, wo man hin muss, dann kann eigentlich auch nicht mehr viel schief gehen. Doch einmal müssen wir noch zum Thema Aufstieg, nämlich wenn es um die Flexibilität geht. Interessant ist das Ganze natürlich nicht nur, wenn man gerade irgendwo was verloren hat und es wieder aufheben möchte, sondern gerade bei der Routenwahl ist es interessant. Bei schlechten Bedingungen kann der Schneeschuhgeher in der Regel deutlich direktere und steilere Routen wählen als der Tourenskigeher. Einfach deshalb, weil das System ganz anders funktioniert. Wenn der Schnee sehr hart sein sollte oder eisig, dann ist der Schneeschuhgeher aufgrund seiner Zackentechnologie, die er an den Schneeschuhen befestigt hat, meistens in der Lage, sehr steile Passagen bergauf zu gehen, mit denen der Tourenskigeher einfach passen muss und dann eben mit der Spitzkehre sich den Hang hocharbeiten muss. Und kommen wir zum allerletzten Punkt und das ist der größte Unterschied, der diese Diskussionen in Online-Foren auch immer wieder entfachen lässt. Der Preis. Hier fangen wir zuerst mal wieder mit den Schneeschuhen an, weil das Kapitel haben wir relativ schnell abgearbeitet. Was kosten Schneeschuhe? Ja, das kommt ganz drauf an, was ihr von den Schneeschuhen haben wollt. Aber ihr seid mit 200 Euro auf jeden Fall schon extrem gut dabei. Für 220, 230 kriegt man auch schon die High-End-Modelle von Tabs und MSR. Das sind so die Elite-Schneeschuhe, sage ich mal. Aber natürlich kann man auch drunter schauen. Also ab 100 Euro kriegt man auch schon Schneeschuhe, mit denen man nette Winterwanderungen machen kann. Ja, und bei den Tourenskien, ja, das tut immer weh, wenn man ins Geschäft geht und da was Neues haben möchte. Denn fangen wir bei den Schuhen an, da enden wir ungefähr so bei 500 Euro im Durchschnitt. Es gibt auch schon Schuhe für 350, gibt aber auch Schuhe für 700, 800 Euro. Ich sag mal, 500 bis 600 Euro musst du einrechnen, wenn du dir neue Tourenskischuhe zulegen möchtest. Dann kommen die Ski dazu, das kann je nach Anforderung an den Ski um die 700 Euro sein, können aber auch 500 Euro sein, im Prinzip sagen wir 600 Euro im Schnitt. Und dann kommt natürlich noch eine Bindung dazu für meistens auch so 400, 500 Euro und die Felle noch dazu und der Helm und so weiter. Am Ende steht man wahrscheinlich mit 1500 bis 2000 Euro weniger da. Das ist im Vergleich zu den Schneeschuhen eine unfassbare Summe, weshalb ich sehr gut nachvollziehen kann, dass sich viele Wintersportler für die Schneeschuhe entscheiden. Einen kleinen Punkt möchte ich vorm Ende aber nochmal erwähnen.
Tourenski und Schneeschuh gehen ist beides eine wunderschöne Sportart. Und ich glaube, es macht nicht viel Sinn, darüber zu diskutieren, was besser ist und ob der eine dem anderen die Spur zerlegt oder sonst was. Sondern ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung und jeder soll machen, worauf er Lust hat. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick in das Thema geben und den Vergleich möglichst direkt darstellen, damit du jetzt weißt, was du vielleicht beim nächsten Mal shoppen für den Winter eigentlich brauchst. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat und du gibst dem Ganzen einen Daumen nach oben. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, bitte abonniere ihn und aktiviere die Glocke, damit du keine Inhalte mehr verpassen kannst. Und falls dir jetzt noch langweilig ist, schau unbedingt auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es ganz viele Videos über Touren und andere bergsporttechnische Inhalte. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und Bergheil.